Moin Phoenix-Fans and Friends. Schön, dass ihr da seid. Ich werde mit euch jetzt ein wenig in die Menüs der Phoenix von Garmin eintauchen. Ich zeige euch, wie ich ein paar Grundeinstellungen vorgenommen habe. Diese sind mit Sicherheit nicht das Nonplusultra, können aber als Anregung und Unterstützung dienen. Zu bestimmten Punkten werde ich eine kurze Erklärung geben. Tiefgreifende Informationen kann dann jeder von euch bei Bedarf über das Internet erfahren. Der Schwerpunkt richtet sich jetzt heute und hier auf die Einstellung für militärische Zwecke, Survival, Outdoor und Geocaching. Zum Schluss gehe ich dann noch ganz kurz auf den Alarm und das Display ein. Okay, let's go. Hier habt ihr die Phoenix vor euch und ihr seht 5 Knöpfe. Einmal hier oben mit dem Zeichen der Lampe, hier unten die Rückstelltaste, hier oben die Menütaste aufwärts und die Menütaste abwärts. Und hier an der linken Seite markant der orangene große Knopf, bezeichne ich jetzt einfach mal als Startknopf. Darüber werden die Hauptmenüs ausgewählt. Eine kurze Zeit drücken hier oben auf die Lampenleuchte und die Phoenix startet. Das System fährt sozusagen hoch. So, jetzt seht ihr, das ist der ganz normale Betriebsmodus der Phoenix und dieses Menü habe ich für mich persönlich eingestellt. Ihr seht außenrum, jetzt ungefähr auf 4 Uhr läuft der Sekundenzeiger. Dann haben wir hier oben Donnerstag, den 11. Hier oben rechts seht ihr einen kleinen Wecker. Ich habe Alarm mit Ton und Vibration aktiviert. In der Mitte markant die Uhrzeit 18.40 Uhr. Unten links die Batterieanzeige und rechts daneben die Anzeige für Sonnenuntergang. 18.43 Uhr heute. Wenn der Sonnenuntergang vorüber ist, schaltet dieses Symbol automatisch auf das Sonnenaufgangssymbol. Okay, und wir gehen jetzt mal ins Menü rein. Ich drücke hier links also den Startknopf und wir sehen oben 87% Batterierestleistung habe ich noch. Wenn ich den roten jetzt hier nochmal drücken würde, würde ich das GPS starten. Und wir gehen jetzt aber mal in die Einstellung rein, dazu hier rechts den Auswahlknopf nach unten, Einstellung und ich aktiviere das Untermenü wieder mit dem roten Knopf. So, wir sind in den Einstellungen System, da gehen wir mal rein und wir sehen als erstes GPS-Modus. Im GPS-Modus haben wir 3 Möglichkeiten, einmal die normale Einstellung, die Ultra-Track-Einstellung und den Demo-Modus. Bei der Normaleinstellung soll die Phoenix eine Betriebszeit von ca. 16 Stunden haben, im Ultra-Track-Modus ungefähr 50 Stunden. Also, wenn ihr lange Wanderung vor euch habt, achtet darauf, dass ihr den richtigen Modus habt und dann passt das. Ich betreibe die Uhr auf Normal. Wähle also aus. Okay, das Untermenü ist eingestellt. Gehe ein nach unten, WAAS. Hier gibt es Ein und Aus. WAAS steht für die, die es nicht wissen, für Wide Area Augmentation System. Das ist im Endeffekt ein GPS-System, was schwerpunktmäßig nicht für Geocacher oder Wanderer entwickelt wurde, sondern für die Flugsicherung. Ich weiß es nicht genau, angeblich soll man bis auf eine Genauigkeit von 3 Meter zu seinen ausgewählten Punkten herankommen. Wir gehen weiter, gehen wir nicht drauf ein. Sprache Deutsch, USB-Modus habe ich hier noch als Massenspeicher ausgewählt. So, ich gehe ein wieder zurück, hier mit der Rücktaste links und gehe runter über die Datenseite, wo wir in einem anderen Videobericht nochmal zukommen, zu den Sensoren. Wähle die Sensoren wieder aus und wir haben da einmal den Modus immer ein oder wir können auch im Untermodus bei Bedarf reingehen. Ich habe den Modus immer ein. Hier werden die Daten immer abgerufen, ständig wie Luftdruck, Höhenmesser und so weiter. Müsst ihr halt ein bisschen rumfummeln. So, einmal nach unten die Einstellung Kompass und hier gehe ich ein bisschen näher drauf ein. Wir haben hier die Möglichkeiten, einmal die Kombination Buchstaben Grad anzuwählen.
die Möglichkeit Buchstaben Mill, nur Grad oder nur Mill. Meine bevorzugte Einstellung ist Buchstaben Grad. Das heißt im Endeffekt, dass ich einmal die Himmelsrichtung sehe als Buchstaben Nord, Ost, Süd oder West und Grad, wir haben halt 0 bis 360 Grad. Militärisch wird am häufigsten oder wird auch genutzt die Einstellung Buchstabe, also Nord, Ost, Süd, West und Mill. Mill ist im Endeffekt eine andere Einteilung der Kompassrose, nämlich in Strich. Da gibt es 64 Strich. Wird zum Beispiel verwendet für Vermessungen oder wenn man zum Beispiel Steilfeuer ähnliche Waffen einsetzt. So, dann haben wir darunter die Einstellung Nordreferenz. Hier gibt es im Endeffekt drei Bereiche. Einmal True, die Missweisung und Gitter und natürlich auch noch den Benutzer. Hier ist meine Einstellung True. Was heißt das ganz kurz? True heißt wahr. Also die Wahrheit Richtung Nord. Dann haben wir die Einstellung Missweisung. Damit ist magnetisch Nord gemeint. Und das heißt im Endeffekt, dass es hier über das Erdmagnetfeld geht. In Europa ist die Abweichung von True, also Wahr-Nord und magnetisch Nord sehr gering. Und deswegen können wir vom Prinzip beides verwenden. Trotzdem, wenn man hier auf absolute Genauigkeit geht, sollte man schon vorher prüfen, was für einen wichtig ist. Und dann haben wir noch die Einstellung Gitter, Gitternord. Das ist im Endeffekt die Einstellung für Landkarten oder für Rahmenkarten. Diese Werte weichen vom geografischen Nord ab, um einen gewissen Winkel. Ist für Soldaten wichtig, wenn man mit alten Karten arbeitet, weil die Abweichung jährlich rechts ist und man das berechnen müsste. Also als Beispiel eine 10 Jahre alte Karte, die vielleicht 1 Grad Abweichung hat. Wenn ich auf diesen Punkt, den ich aus einer Karte abgreife, dann hinmarschiere, kann das schon mal sein, dass ich locker 100 Meter am Ziel vorbeischieße. Hier ist meine Einstellung aber True. Modus automatisch und die Möglichkeit, den Kompass zu kalibrieren. Ich gehe wieder einmal zurück mit der Rückstelltaste in den Bereich Höhenmesser. Automatische Kalibrierung habe ich hier eingeschaltet. Barometrisches Profil ist variabel. Wir haben das Höhenprofil, die steht bei mir auf Höhe und Zeit. Und auch den kann ich wieder kalibrieren. Zweimal zurück, Sensoren eingestellt, gehe ich eins weiter runter und zwar zum ANT-Sensor. Kennen wir, da kann ich externe Geräte mit verbinden über Funk. Zum Beispiel hier sehen wir Herzfrequenzmesser, Suche läuft. Den habe ich jetzt gerade nicht um, deswegen sucht er ihn. Trittfrequenzmesser kann ich einschalten, habe ich im Moment nicht, ist er aus. Und den neuen Tempe, den Temperaturmesser für Rucksack und zum Beispiel Zelt. So, dann gehe ich mal in den Bereich der Töne. Ich kann mir Töne einrichten und jetzt bei mir steht das auf Ton und Vibrieren, zum Beispiel für Nachrichten. Und Tastentöne kann ich ein- und ausschalten. Als Beispiel, wenn der Wecker der Fenix mich morgens weckt, habe ich ihn zum Beispiel nur eingestellt auf Vibrieren. So wird auch keiner dadurch geweckt oder ähnliches. Ich gehe ein Menü weiter nach unten auf den Bereich der Anzeige, gehe wieder mit der Starttaste rein. Hier habe ich jetzt die Einstellung für Licht. Klicke ich da nochmal drauf, kann ich einmal die Lichtdauer einstellen in 15 Sekunden Intervallen. Bei mir steht sie auf 15 Sekunden und ich kann die Stufe einstellen. Was ich absolut klasse finde, ist, die Stufe kann ich in 10% Schritten von 0 bis 100 variieren. Auch hier sehe ich militärisch da einen ganz klaren großen Vorteil. Ist schon fast so hell wie eine Taschenlampe. 30% habe ich da, für Standard passt das. So, Kontrast kann ich hier noch einstellen. Habe ich aber nichts verändert. So, mit Reset setze ich die Daten zurück, zum Beispiel aufgezeichnete Tracks, gespeicherte Punkte etc. Und wir gehen jetzt wieder in den Bereich Karte rein. Ich gehe ins Untermenü. Ausrichtung
für mich Bereich Geocachen oder ich sag mal wie Navigationsgeräte in Fahrtrichtung. Den Autozoom habe ich eingeschaltet, fahre ich also schneller, zoomt die Karte raus, obwohl ja hier nur eine minimalistische Karte drin ist. Oder bei langsamer Fahrt zoomt sie rein. Punkte werden bei mir automatisch angezeigt. Ich blende die zusätzlichen Daten ein, wenn ich zum Beispiel Wegpunkte abgespeichert habe, Heimatadressen oder. Die Ziellinie steht bei mir auf Richtung und die Kartenfarbe auf Normal oder hier kann man auch auf Marine noch gehen. Wir gehen zurück, ich gehe auf Tracks und wieder rein. Die Track-Methode ist bei mir automatisch. Track ist ja im Endeffekt die Aufzeichnung eines Weges. Hier müsst ihr das so vorstellen, umso höher ich die Dichte dieser Punkte setze, umso mehr Speicher verbrauche ich natürlich bei 10.000 Punkten und umso eher ist der Speicher voll. Das kann man aber variieren. Ich nutze immer die Methode automatisch, Intervall normal. Bei mir habe ich die Einstellung Autostart, das heißt, wenn ich vorm Gebäude mein GPS starte, er Satelliten gefunden hat, dann beginnt er von alleine mit der Track-Aufzeichnung. Somit vergesse ich es auch in Stresssituationen nicht. Autosave, das heißt, ich stoppe das GPS und dieser Track wird automatisch gespeichert. Ich habe ihn also immer im Speicher und kann ihn, wenn ich will, löschen. Auf jeden Fall ist er da. Für die Sportaktivitäten habe ich immer als, sag ich mal, Freizeitsportler die Autopause auf eingeschaltet. Das heißt, stehe ich an einer Ampel, merkt das die Uhr und der Modus geht auf Autopause und trackt die Sekunden nicht weiter. Und dann haben wir hier noch das Ausgabeformat für Computer. So, wir gehen in die Zeiteinstellung. Die Zeitseite, das habt ihr an meiner Startseite gesehen. Hier kann ich letztendlich alles verändern. Ich klicke das nur einmal kurz durch. Das Layout, wieder mit Taste hoch und runter. Dann seht ihr das mal kurz. Also, wie man es am schönsten findet, wie man sich am wohlsten fühlt. Ich kann das Layout verändern und so weiter und so fort. Zusatzdaten einblenden, Symbole einblenden und. So, komme ich nochmal wieder. Gleich bin ich noch nicht. Okay, Format habe ich 24 Stunden, Zeitzonen automatisch. So, jetzt. Einheiten, metrisch, Höhenmeter, Tiefe in Meter, Temperatur in Grad Celsius, Druck in Hektopascal, vertikale Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. So, Positionsformat habe ich ausgewählt MGRS New. Was ist das? MGRS New ist das Military Grid Reference System. Im Endeffekt ist das ein UTM-Referenzsystem. Und es ist ein planquadratorientiertes geografisches Meldesystem, Military Grid Reference System. Man kann auch andere Systeme anwählen, das gängigste ist aber das MGRS. Dazu gibt es ein Datum und das nennt sich hier zum Beispiel WGS 84. Und das ist die Abkürzung für World Geodetic System. Und die 84 steht für das Jahr. Es gibt ein altes, dann heißt das System WGS 72 von 1972 und das WGS 84 von 1984. Und es ist, wie ich schon ansprach, eben ein geodätisches Referenzsystem. Und im Endeffekt ist es die Grundlage für die Positionsangaben und Berechnungen weltweit auf der Erde und im Weltraum. So, was haben wir noch? Profile, unterschiedliche Profile, die ich mir anlegen kann. Ich habe zum Beispiel gerade drin, noch nicht abgeschlossen, Laufen, Geocaching, Fahrradfahren, Wandern, Skydive und ich werde mir mit Sicherheit noch ein paar dazu bauen. Fitnesseinstellungen, hier gebe ich zum Beispiel Alter, Größe, Gewicht ein, wie fit bin ich und ähnliches. Und hier ist der Bereich Geocaching. Und da kann ich mir zum Beispiel anzeigen, wenn ich über Basecamp oder wenn ich über Geocaching.com oder OpenCaching mir den Geocache hier auf die Garmin Fenix lade, ob ich diesen Geocache mit seinem Namen dargelegt haben will, zum Beispiel die Reifeprüfung, oder ob ich einen GC-Code angegeben haben will.
So, und dann haben wir hier Chirp, das ist im Endeffekt ja auch das kleine Zusatzmodul. Der Chirp ist im Endeffekt wie so ein kleiner elektronischer Sensor, 25 Euro glaube ich ungefähr, Batterie hält ein Jahr. Der wird heutzutage in Geocache versteckt und das Schöne oder das Lustige an diesem System ist, wenn ich den Chirp-Modus eingeschaltet habe und ich gehe im Umkreis von ungefähr 5 bis 6 Meter an diesem Punkt vorbei, dann sendet es an mein Gerät, an meine Uhr und ich kann dann, ohne dieses Teil gefunden zu haben, Informationen bekommen. Zum Beispiel, du bist hier an Station 3, gehe weiter zu folgender Koordinate und suche irgendwas. Also ein ganz nettes Gimmick. So, Menü, da kann ich dann nochmal die Einstellung der Uhr etc. machen. Ich gehe hier wieder zurück und in den Part Info habe ich dann die Softwareversion, die Unit-ID, die GPS-Software, wenn es wie vor kurzem auch Updates gibt. So, das soll jetzt erstmal, glaube ich, zum Einstieg reichen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich über meinen YouTube-Kanal an oder postet uns an in dem Garmin Fenix Blog, den ihr findet unter www.garminonline.de/Fenix. Und lest einfach mal die Berichte von meinen 8 Mittestern, die sogenannten Fenixer, und da stehen coole Sachen drin und in der 42. Kalenderwoche startet bestimmt die coole Challenge von Mario. Ich bin gespannt. Also, bis bald. Tschüss, Mike.